Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge Nummer 4 von Astronier. Wunderbar, das reimt sich. Ja, was haben wir letztes Mal gemacht? Eine Forschung da reingeschmissen, die da hinten da auch noch läuft. Genauso ist es. Und ja, wir müssen weiter gucken, dass wir Forschungspunkte sammeln und auch weiter aufbauen, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich nach dem Intro. So, dann geht's los. Wir steigen aus und gucken. Ja, gehen wir erstmal hier an die Forschungsstation, oder? Macht das Sinn? Schmelzend heiß, Entsperrer und Drucke Schmelzofen, veredle Laterit zum Aluminium. Wir müssen Laterit finden erstmal. Erhalte 2000 mehr Bytes. Das sind bei 1490, okay. Und hier finde und verwende Forschungsproben. Ja, das wäre jetzt dann die Aufgabe, die wir machen müssten, ne? Der Mordrak hatte mir wegen den Forschungsproben geschrieben. Also diese Kugeln hier links. Das sind jetzt ganz einfache Kugeln. Ich glaube, wir haben gar keinen bis Nacht, ne? Kann das sein? Wahrscheinlich ist Nacht, ja. Da oben sieht es so nach Sternen aus, sowas ähnliches. Wir suchen natürlich nicht die Dinger, sondern wir brauchen die anderen Forschungsproben, wo was dran hängt, ne? Ich glaube, wir gehen mal da hinten lang, dann finden wir bestimmt welche. Hier ist ein Loch in der Erde. Kann man da was sehen? Nee, ne? Nö. Sind denn irgendwo Forschungsproben hier in der Nähe? Da links. Da links sind schon mal welche. Und die kann ich auch halten und scannen und dann brauche ich da gar nicht mehr machen. So, wir gehen wieder an den Sauerstoff schnell zurück, sonst haben wir ein Problem. Ist da oben auch noch was? Nee. Oder sind das Forschungsproben hier dran? Nee, ne? Doch. Sagen wir es mal so, das ist ein Forschungsgegenstand, der aber groß ist, ne? Hab ich gar nicht mitgekriegt, dass wir den da hängen hatten. Okay, ich glaube, der wird mehr bringen. Warte mal, wie das F, dann nehmen wir es bei uns direkt vom Körper und dann können wir schneller laufen. Dann gucken wir zu, dass wir das machen. Dann bringen wir den mal in unser Forschungsgerät. Welches da vorne schon läuft. Ich hoffe, die andere Probe ist gleich fertig. Dann können wir das da reinpacken, ne? Sieht gerade nicht so aus, ne? Aber das kann nicht mehr lange dauern, oder? Nee, ich wollte nicht klicken dahin, sondern ich wollte ihn einfach fallen lassen. Nee, irgendwie will das immer mit dem Fallen lassen nicht so sein. Aber ist auch nicht so schlimm. Kann ich den jetzt da reinpacken? Passte ja gerade, ne? So, jetzt haben wir eine große Forschungsprobe. Wir waren wo unterwegs? Da, ne? Oder? Haben wir da lang gegangen? Ja. Dann gehen wir da wieder lang. Und hoffen gleich ein bisschen besser zu sehen. Weil dann können wir vielleicht Glück haben, dass wir da noch eine Forschungsgeschichte finden. Sieht gerade nicht so aus, ne? Da vorne sind welche. Jetzt geht die Sonne auf, jetzt wird es heller. Da sind drei Stück dran, ne? Die scannen wir jetzt schnell. F. F. Und F. So, jetzt gehen wir wieder schnell zur Pipeline zurück, sonst haben wir ein Sauerstoffproblem. Ja, ich bin schon unterwegs, wir werden das gleich machen. Sehr gut.
Da hinten auch einer. Sieht so aus, ne? Gehen wir mal schnell hin. Reicht das von der Entfernung? Ich glaube ja, oder? Da war nur einer dran. Und dann gehen wir auch schnell wieder zum Sauerstoff, weil sonst schaffen wir das nicht. Okay. Naja, da war schon wieder das O-Zeichen, ne? So, ich sehe aber gerade keine mehr. Da hoch ist auch nichts, oder? Können wir mal gerade hier über den Hügel schauen. Oder was sehen? Ne, hier sehe ich gerade nichts. Okay, gehen wir erst wieder runter. Okay. Hier in dem Loch war ja nichts, ne, oder? Nicht wirklich. Ne, ich sehe jetzt keine Forschungsproben mehr. Da rechts wäre was gewesen, aber das haben wir schon genommen. Da hinten ist noch was. Oder ist schon wieder was? Könnte auch sein, ne? Erst einmal gerade Sauerstoff holen. Und dann laufen wir gerade ums Loch rum. Und wir müssen dann definitiv Dingens bauen hier. Wie heißt es? Das ist ein schöner Bug, den wir hier gerade haben, oder? Was denn jetzt passiert hier? Was flackert da so? Ich glaube, hier gibt es kein Loch, oder? Nee, ich glaube, ich habe ein Grafikproblem. Ein sehr großes Grafikproblem. Keine Ahnung, was das gerade war. Auf jeden Fall war das nicht so toll. So. Hier geht es ja auch noch lang, ne? Sondern ein anderer Weg, ne? Sehen wir hier noch Forschungsproben? Ja, da zwei Stück. Oh. Irgend so einer kleinen Pflanze gerade hängen geblieben, ne? Hammer. Habe ich schon alle? Weiß nicht. Nee, jetzt habe ich alle. Gut, dann haben wir diese Schicht da auch fertig. Neue Mission, Meister im Auspacken. Okay. Gehen wir mal zur Basis zurück, weil wir müssen ja wahrscheinlich da was gekriegt haben. Und gucken wir dann mal weiter. So. Die Forschungsprobe, die da drin ist, die ist noch lange nicht fertig. Wie wir sehen. So, finde und ja, haben wir. Belohnung für erfüllte Mission, Gegenstand, mittelgroßes Lager haben wir bekommen, okay. Ne, das wollte ich jetzt nicht, das ist das nächste. Ach, die Dinger habe ich gekriegt, auch gut. Aber mein Rucksack ist irgendwie voll, dass ich das nicht dran packen kann. Auch sehr schön. Was haben wir denn alles im Rucksack drin? Ach so, Leuchtdinger und so, ne? Okay, und dann ist da noch Material, welches wir auspacken können. Was ist das denn hier jetzt gerade für ein zweiter Drucker? Ne? Ja, genau. Untersuchen wir mal. Was wollten wir denn hier bauen? Forschungskammer, Harz und Gemisch.
Kann ja sein, dass wir das im Rucksack hätten. Aber wir haben eine Forschungskammer und wir sollten erstmal mit der zufrieden sein, oder? Keramik haben wir nicht. Große Plattform B, großer Drucker, Forschungskammer. Ne, hier ist jetzt dann nicht so toll. Dann gehen wir mal auf den mittleren Drucker gucken. Ah ne, das ist der kleine hier, ne? Untersuchen wir den mal. Mittelgroßer Drucker können wir damit machen. Den haben wir aber schon. Sauerstoffmarker, Keramik haben wir nicht, Aluminium haben wir nicht. Verlängerung, Kupfer haben wir, glaube auch nicht. Graphit und Kupfer haben wir auch nicht. Harz können wir Plattformen machen. Ein Roversitzgemisch. Kleiner Kanister haben wir schon. Arbeitslicht. Ich glaube, da kommen wir jetzt gerade nicht weiter. Jetzt können wir unseren Rucksack selber noch angucken, was wir da noch basteln können. Verbindung, Sauerstofffilter, kleiner Kanister, kleiner Generator, Leuchtfeuer, Arbeitslicht. Das Arbeitslicht wäre vielleicht noch ganz interessant, ne? Was brauchen wir denn dafür? Kupfer haben wir nicht. Kleine Batterie wahrscheinlich auch Kupfer. Kleiner Drucker. Ich glaube, jetzt sind wir durch. Okay, hier links ist das Lager. Da sollten wir erstmal aus dem Rucksack was loswerden. Gemisch. Kann da hin. Nochmal Gemisch. Dann haben wir hier Harz, das kann da auch hin. Kleine Batterie, die und Leuchtfeuer. Ne, ich glaube, das Leuchtfeuer nehmen wir mit. Ah, wir haben die 2000 Punkte, sehr schön. Neue Mission, Erweiterer Entdecker Kit. Gut, dann schauen wir uns das mal gerade an. Also Meister im Auspacken war ja, schalte eine Einheit der Exodynamics Forschungsunterstützungsfrei. Okay. Gegenstand ein Buggy und ein Buggy kriegen wir dann. Okay, Augen auf Lithium. Erweiterter Entdecker-Kit. Sauerstofftank freischalten. Schalte Energiezellen frei. Schalte Leuchtstäbe frei. Schalte Dynamit frei. Ja, da würde ich sagen, dafür brauchen wir erstmal Materialien, die wir da finden müssen. Achso, wir können das eine noch abschließen, glaube, das sollten wir vielleicht tun. Ne, andersrum. War das das? Ne. Nimm einen Byte. Bonus Bytes 500 bei der Forschung. Okay, ich dachte, da kriegen wir was Besseres, aber das war es wohl nicht. Entsperre und drucke Schmelzofenlatterit zu Aluminium, ja. Können wir schlecht machen. Jetzt können wir die Dinge aber auf jeden Fall aufnehmen. Weil die brauchen wir nämlich jetzt. Und da sind noch mal welche. Gut, und dann müssen wir mal gucken, dass wir weiter vorankommen und unsere Welt entdecken. Tja, wo gehen wir denn weiter hin? Hier sieht es eigentlich am besten aus, oder? Da hinten ist auch noch was gebautes. Ich glaube, wir gehen hier weiter. Noch hier rüber. Hat wieder nicht geklappt, ne? Wieder nicht. Diesmal hat es geklappt. So, kurz gucken. Was ist das? Ist das eine Batterie? Ich glaube ja, ne, oder? Kleine Batterie haben wir aber schon. Lädt auf jeden Fall. Der Rest Schrott. Ich glaube, der Rest ist Schrott, oder?
Und hier ist eine Forschungsprobe, die wir vielleicht gerade mal nutzen sollten. Dahin geht es zu einer nächsten Forschungsprobe, vielleicht nehmen wir die auch noch mit. Hier ist natürlich ein Loch. Aufpassen, dass wir da nicht reinfallen. Nächste Forschungsproben nehmen. Das hat nicht geklappt. Ist da rechts eine Forschungsprobe dran? Glaube ja. Ja. Haben wir auch. Jetzt müssen wir hier wieder einen T setzen. Hat geklappt. Ich glaube, wir gehen in die Richtung mal weiter. Hier ist wieder ein Grafikfehler. Sehr schlecht. Und ich glaube, das ist nicht kaputt. Also da fällt man nicht rein. So, hier unten gibt es wieder so ein Teil, was wir aufsammeln können. Ich glaube, das war auch eine G-Silvergehäuse. Organisch halten, scannen, einen Weg werfen. Gewonnene Bytes, genau, da gab es auch Forschungspunkte für, so war das. So. Jetzt sind wir eine ganze Weg weiter gelaufen, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt zurück und ja, werden wahrscheinlich in der nächsten Folge dann an der Basis wieder anfangen. Müssen wir dann gucken. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.